Hi, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um das Thema Amazon PPC und ich möchte dir verraten, wie du deine Anzeigen besser ausspielen kannst. Wir kriegen oft die Anfrage, wo dann jemand sagt, ja, hey, ich habe Kampagnen aufgesetzt, aber es läuft einfach nicht und ich schaff's einfach nicht, dass die vernünftig angezeigt werden. Heute möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du das beseitigen kannst. Und zwar ist es folgendermaßen, du kannst, wenn du eine große Kampagne hast mit beispielsweise 500 Keywords, dann ist es häufig so, dass gerade mal 10, 20, 30 wirklich gut ausgespielt werden. Das erste, was du also tun kannst, um deine Kampagnenrelevanz zu erhöhen und eine bessere Ausspielung zu bekommen, ist, dass du einfach weniger Keywords pro Kampagne nimmst. Das heißt, wenn du das Ganze auf Anzeigengruppen aufteilst, dann werden deine Chancen schon größer und du hast hier die Möglichkeit, eine höhere Ausspielung zu erreichen. Und wenn du den Keyword-Gruppen sogar eine eigene Kampagne gibst, dann ist es so, dass die sogar noch besser ausgespielt werden. Tipp Nummer 1 wäre also, mehr Kampagnen aufsetzen. Darüber hinaus ist es so, dass es auch sein kann, dass dein Konkurrent vielleicht dieselben Keywords nutzt und dann kommt es auch auf den Match-Typ drauf an. Wir haben festgestellt, dass deine Chancen bei Exakt höher sind als bei Broad zum Beispiel. Wenn also ich 1 Euro biete und du bietest auch 1 Euro, ich habe allerdings das Keyword auf Exakt und du hast es auf Broad, dann habe ich gute Karten, dass ich ausgespielt werde und den Klick gewinne. Das liegt ganz einfach daran, dass Amazon feststellt, okay, anscheinend weiß Philipp, was er da tut, dass genau dieses Keyword relevant für ihn ist. Er hat es schließlich auf Exakt gesetzt und du vermutest es einfach nur, hast es auf Broad und von daher bekomme ich einen höheren prozentualen Anteil an Klicks. Eine weitere Sache, die du machen kannst, ist, dass du einfach sagst, okay, hey, ich benutze einfach mal eine andere Anzeigenform. Zum Beispiel kannst du Produktdisplay-Anzeigen benutzen, die du auf ein bestimmtes Keyword ausspielst. Das heißt, du gehst einfach auf die Produktdisplay-Anzeigen in AMS oder auf die neuen Beta-Anzeigen in Seller Central und dann suchst du dir was raus, was zu deinem Keyword passt. Du guckst also, welche ASINs unter diesem Suchwort auftauchen und dann bietest du darauf. Und auch hier hast du wieder eine deutlich höhere Chance, ausgespielt zu werden. Besonders gut funktioniert das beispielsweise bei ergänzenden Produkten. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel für dich rausgesucht. Ich blende das hier mal ein. Und hier siehst du, dass es halt so ist, dass du niemals die volle Ausspielung erreichen würdest, wenn überhaupt Einblendungen kommen würden, wenn du auf das Keyword Kellnermesser zum Beispiel bietest mit deinem Weinregal. Weil Amazon hier schlau genug ist zu erkennen, dass du halt eben kein Kellnermesser verkaufst. Aber mit den Produktdisplay-Ads in AMS oder auch mit den neuen Beta-Anzeigen in Seller Central funktioniert das ganz gut, wie du siehst. Und für ergänzende Produkte beispielsweise ist das eine super Idee. Eine weitere Möglichkeit hier wäre, dass du das Ganze über Headline Search Ads löst. Das heißt, dass du auch hier wieder anstatt von normalen Keyword-basierten Anzeigen mit einer Headline Search arbeitest. Dafür brauchst du eine Markenregistrierung und mindestens 3 SKUs, die du bewerben kannst. Und dann sieht das Ganze zum Beispiel so aus. Und auch hier siehst du wieder, dass es etwas Kreatives ist. Hier wird ein Sprachlernprogramm beworben auf verschiedene italienische Kochbücher. Und natürlich ist das relevant, weil man einfach vermutet, dass hier jemand, der sich für die italienische Sprache interessiert, vielleicht auch Interesse an italienischem Essen hat, aber die Ausspielung im PPC, im normalen herkömmlichen Seller Central PPC gesponserte Produkte, ist eher gering. Von daher kannst du das ein bisschen umgehen mit den Headline Search Ads, weil Amazon dann nicht ganz genau versteht, welches Produkt du bewirbst. Das heißt, hier haben wir mindestens 3 Produkte, die angezeigt werden. Und es könnte ja theoretisch sein, dass eins davon ein Kochbuch ist. Amazon kann das dann nicht korrekt einordnen und gibt dir hier eine höhere Ausspielungsrate. Sowohl bei den Produktdisplay-Ads als auch bei den Headline-Search-Anzeigen ist das natürlich nicht unendlich
Und es ist schon so, dass du in deiner Nische quasi bleiben musst, aber die Reichweite ist deutlich höher als bei den herkömmlichen Anzeigen. Der letzte Tipp, den ich noch für dich habe, sind die neuen Gebotsstrategien. Auch hier haben wir in den vergangenen Tagen sehr viel ausprobiert. Die sind ja noch ganz neu aus 2019. Ich habe dazu hier im Kanal noch ein anderes Video, kannst du dir gerne anschauen. Da habe ich die ausführlich erklärt, auch mit Screenshots und so weiter. Was du machen kannst, ist, du kannst hier in deiner Kampagne einfach reingehen und kannst unter den Kampagneneinstellungen, ich blende das hier auch nochmal ein, die festen Gebote auswählen. Feste Gebote bedeutet einfach nur, wenn du 1 Euro beispielsweise bietest, dann bietest du die immer. Und normalerweise ist das erste hier aktiviert, das bedeutet automatisch senken. Und Amazon würde dann im Gebot runtergehen, wenn es das für sinnvoll hält. Und wenn du feste Gebote einstellst, dann bietest du halt wirklich immer 1 Euro. Und wir haben festgestellt, dass das deine Impressionen, deine Einblendungen wirklich erhöht und dass du hier viel mehr ausgespielt wirst. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber gerade für neue Produkte zum Beispiel, für aggressive Kampagnen, kann das durchaus Sinn machen. Oder für Produkte, die eine sehr hohe Conversion Rate haben, wo du wirklich einfach nur um jeden Preis ausgespielt werden möchtest, da kannst du das natürlich nutzen. Auch interessant für gerade größere Händler oder Händler, die schon Produkte am Laufen haben, hier einfach zu sagen, okay, das ist meine erfolgreichste Kampagne, die ist relativ billig. Ich will dann noch mehr ausgespielt werden. Vielleicht einfach mal testen, aber Vorsicht, ganz eng im Auge behalten, weil das kann auch sehr schnell teuer werden. Also, zusammengefasst für dich hier nochmal alle Tipps aus diesem Video. Du kannst einzelne Kampagnen machen für weniger Keywords. Das erhöht deine Relevanz. Du kannst die festen Gebote in den Kampagnen nutzen. Du kannst Headline Search Ads nutzen, um einfach eine weitere Ausspielung zu bekommen. Vielleicht auch auf verwandte Themen, die nicht ganz genau deine Produktbezeichnung sind. Und genau das Gleiche kannst du mit den gesponserten Produkten natürlich auch noch machen. Von daher, probier das einfach mal aus. Und auch die Match-Typen, hatte ich erwähnt, die spielen eine Rolle. Das sind die Dinge, die dir weiterhelfen, die dich nach vorne bringen. Und je nachdem, wie du sie einsetzt, können sie deine Reichweite erhöhen. Vorsicht hier noch, kleiner Tipp am Rande zum Thema Matchtypen. Das bedeutet bitte nicht, dass du jetzt alles auf exakt setzt. Auch das wäre kontraproduktiv. Aber in gewissem Maße und bei bestimmten Keywords und in bestimmten Kampagnen kann dir das helfen, wenn du ansonsten einfach nur gering ausgespielt wirst. Probier die Tipps einfach mal aus, melde dich gerne in den Kommentaren bei mir zurück und es würde mich interessieren, was davon funktioniert. Ansonsten, welche Taktiken hast du? Was machst du, um deine Anzeigen einfach besser auszuspielen? Lass es uns wissen. Ich würde mich freuen, dich im nächsten Video nochmal zu sehen. Abonniere meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Lass mich auch gerne wissen, was dich interessiert. Wenn du noch Fragen dazu hast zu dem Thema, dann lass uns einfach mal telefonieren. Du kannst auch gerne auf meinen Kanal gehen. Da gibt es oben rechts in den Links im Kanal einen kostenlosen Amazon PPC-Kurs. Trag dich gerne ein, schau dir die Videos an. Da findest du weitere Tipps zum Thema. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!